Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei Mercedes SLR McLaren über 400 km/h. Ja, genau darum geht es hier in diesem Video. Ich werde euch zeigen, wie der neue Benz hier richtig Gas geben kann und wie schnell die Kiste ist auf jeden Fall. Super cooles Fahrzeug, könnt ihr jetzt neu kaufen bei Gran Turismo Sport. Seit dem Update, was ich auch hochgeladen habe, ist dieses Fahrzeug zur Verfügung. Jo, dann zeige ich euch mal, falls ihr das Fahrzeug noch nicht habt, ihr geht einfach ganz normal da rein, wo man die Fahrzeuge halt kaufen kann. Dann wählt ihr hier Europa bitte aus. Genau, da einfach draufklicken. Ja, dann geht ihr hier auf Deutschland und natürlich hier auf Mercedes-Benz. Ja, ein Daimler, ein Benz, ein Mercedes-Benz. Ja, oder ist der Mercedes-Stern? Ja, und wenn ihr hier drin seid, dann drückt ihr hier auf das erste Feld. Dann seht ihr die ganzen Fahrzeuge, die zur Verfügung stehen. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Und das siebte Fahrzeug ist dann der Mercedes-Benz SLR McLaren 2009. Ein Fahrzeug der Klasse N600. Und kostet hier bei Gran Turismo Sport 600.000. Solltet ihr jetzt das Geld nicht zur Verfügung haben, könnt ihr gerne in meiner Playlist mal reinschauen unter Geldtricks. Da findet ihr das ein oder andere Video, wie ihr hier bei Gran Turismo Sport schnell an sehr, sehr viel Geld und natürlich auch Erfahrungspunkte kommt. Ja, auf jeden Fall, da lohnt sich ein Blick mal rein. Auch viele andere Videos in meiner Playlist. Könnt ihr gerne mal, wie gesagt, vorbeischauen. Jo, dann wollen wir mal hier testen, wie schnell die Karre ist. Über 400 auf jeden Fall. Dann habe ich einfach ausgewählt ein Zeitrennen. Ja, und nehme die Strecke hier Original Special Stage Route X. Jo, Zeitrennen, das bedeutet, wir fahren ganz alleine, kein Windschatten. Ja, ich will euch ja zeigen, wie das Fahrzeug ohne Windschatten, wie schnell das ist. So, Traktionskontrolle haben wir auf 0. Weitere Einstellungen zeige ich nach dem Video, nach dem Rennen. So, dann geben wir mal Gas hier. Wir sind schon bei 270, 280, 290, 300. Hervorragend, die Beschleunigung ist sensationell von diesem Mercedes-Benz hier. 340. 350 km/h, jetzt sind wir am fünften Gang. Hervorragend, diese Karre, wie die beschleunigt, ist der Wahnsinn. Die Karre marschiert, das ist nicht mehr feierlich, echt der Wahnsinn. 380 km/h. Ja, auf dieser Strecke kann man das auch wirklich richtig gut testen, wie schnell so ein Fahrzeug ist. Finde ich richtig cool, dass die Strecke mit dabei ist, jetzt endlich hier bei Gran Turismo Sport. Gleich haben wir die 400 km/h erreicht und da sind sie. 400 km/h, liebe Leute. Wahnsinn mit diesem Mercedes-Benz SLR McLaren 404. Echt Wahnsinn. Also ist schon sehr, sehr hervorragend, wie schnell dieses Fahrzeug ist hier. Ja, das ist ja von Mercedes-Benz und McLaren ein entwickelter Sportwagen, ja. Also das Auto ist wirklich ein Sportwagen auf jeden Fall. So, jetzt hier bergab, schauen wir mal. 410, 411, 12, 13, 14, 15, 416, 417 km/h. Ja, 417. Also, liebe Leute, 417 km/h mit dem Mercedes-Benz SLR McLaren. Super coole Karre auf jeden Fall, dieser Super Sportwagen auf jeden Fall. Die Motoren sind zum Beispiel Otto-Motoren und haben an der Regel 460 bis 500 kW. Also ist schon cool. Karosserieversionen gibt es auch davon. Coupé und Roadster. Der Produktionszeitraum von diesem SLR McLaren lag zwischen 2003 und 2009. Ja, auf jeden Fall super cooles Fahrzeug. Das Nachfolgermodell war dann der Mercedes-Benz SLS AMG, auch ein super cooles Auto auf jeden Fall. Die Länge haben wir von diesem Fahrzeug hier 4656, Breite 1908,
die Höhe 1261 und Radstand 2700 von diesem SLR McLaren. Ja, Mercedes-Benz zum Beispiel, der 300 SLR Coupé, der in den 1950er Jahre entwickelt wurde, mit diesen Schmetterlingstüren, kennt er wahrscheinlich, und diese Entlüftungsöffnungen an den Seiten und der Motorhaube. Von diesem Exemplar, wo nur 3500 Autos produziert, ja, limitierte Auflage, 3500. Und von diesen 3500 Exemplaren wurde nur 2157 Exemplare auch wirklich ausgeliefert. Ja, zum Beispiel 2010 gab es in Deutschland dann 46 Neuzulassungen. Ja, also auf jeden Fall eine coole Karre hier mal von vorne. Könnt ihr mal sehen, wie dieses Auto aussieht. Ja, und dieser SLR McLaren hier von Mercedes-Benz hat einen Kompressor aufgeladenen V8 Motor mit 5,439 Liter Hubraum. Also wirklich ordentlich. Ja, das ist schon eine mega coole Karre. Der Supersportwagen beschleunigt zum Beispiel in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht Höchstgeschwindigkeiten, also wenn man das Auto kauft, nicht jetzt hier bei Gran Turismo Sport, von Höchstgeschwindigkeiten bis zu 334 km/h. Also das ist auch schon ordentlich, 334 km/h. Ja, hier bei Gran Turismo Sport können wir noch ein bisschen was drauflegen, weil wir haben dieses Fahrzeug auch ordentlich getuned. Ja, und genau wie ich das Fahrzeug hier getuned habe, das zeige ich euch gleich noch hier, wenn das Rennen zu Ende ist. Traktionskontrolle und alle möglichen Einstellungen werde ich euch alles nochmal ganz genau hier zeigen, damit ihr sehen könnt, mit welchen Einstellungen ich diese Höchstgeschwindigkeit hier von 417 km/h mit diesem Fahrzeug erreicht habe. Ja, jetzt sind wir durch die Ziellinie durchgefahren, sind 429.114 gefahren. Ja, hätten wir jetzt noch eine zweite Runde draufgepackt, hätten wir natürlich die Zeit getoppt, logischerweise, weil man kommt ja viel schneller mit viel höheren Geschwindigkeiten hier angebrettert. Hier, wenn man bremst, sieht auch cool aus. So, Vollbremsung. Jetzt stehen wir hier, 0 km/h. Ja, also 417. Dann kommen wir jetzt zu den Fahrzeugeinstellungen. Ja, ich habe es hochgetuned, hier hochgestuft auf Stufe 5. Leistungslevel 128. Gewicht habe ich da auf 80. So, Traktionskontrolle war 0. Vorder- und Hinterreifen habe ich die Superweichen genommen. Hier diesen ganzen Einstellungen jetzt habe ich einfach so gelassen, wie es auch Standard war. Bei Abtrieb könnt ihr nichts einstellen. Hier habe ich Anfangsdrehmoment auf 60, Beschleunigung, Empfindlichkeit auch auf 60, hier Bremsempfindlichkeit 20. Ja, und das Getriebe habe ich dann auf voll angepasstes Getriebe gemacht und einfach nur auf 460 km/h hochgestellt. Ja, wenn er jetzt dann nur 400 eingibt oder 410 oder 420, dann fährt der nicht so schnell. Und dann habt ihr ein Fahrzeug der Klasse N800 durch dieses getunte mit diesen SLR McLaren. Ja, kommen wir noch zu den Fahroptionen vom Fahrzeug. Das will ich euch auch noch kurz zeigen. ABS habe ich ausgestaltet und die Gegenlenkhilfe habe ich auch ausgeschaltet und aktive Stabilitätskontrolle habe ich hier auch ausgeschaltet. Ja, das waren die Einstellungen von diesen super coolen Mercedes SLR McLaren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte hier einen Daumen nach oben. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert habt, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann macht's gut, liebe Leute, und ich wünsche allen da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Bis dahin, mach's gut. Ciao.